Moin aus dem Miniaturwunderland. Auch in diesem Januar möchten wir alle Menschen, die sich den Eintritt nicht leisten können, zu uns ins Miniaturwunderland einladen. Wer ist denn das? Wer kann sich das Miniaturwunderland nicht leisten? Das wissen wir nicht. Das ist in keiner Statistik, das steht in keinem Ausweis drin. Das könnt nur ihr euch als Gefühlssache selbst entscheiden, ob es euch betrifft. Wir vertrauen euch da total. Wir machen das wie immer ganz simpel und einfach. Wenn ihr euch das nicht leisten könnt, kommt ihr an einem der im Text genannten Termine an die Kasse und sagt einfach, ich kann mir das nicht leisten. Wir werden nicht nachfragen. Ihr kommt umsonst ins Wunderland. Vielleicht nicht sofort, weil an vielen Terminen herrscht Wartezeit. Deswegen unbedingt der Tipp, schaut auf der Homepage kurz nach. Was sind die Tipps für jeweiligen Tag? Wann ist es nicht so voll? Häufig eher nachmittags als vormittags. Besser, damit ihr möglichst kurz warten müsst. Auf jeden Fall werdet ihr keinen Eintritt zahlen müssen. Und eventuell macht es etwas Gruppel, diesen Satz über die Lippen zu bringen. Ja. Kein Problem. Malt es auf einen kleinen Zettel, egal welche Sprache. Gebt uns ein Zeichen, wir werden euch verstehen. Apropos Sprache, leitet es bitte unbedingt weiter. Vielleicht betrifft es euch ja gar nicht persönlich, aber vielleicht die Nachbarn im Verein, in der Schule jemanden. Shared es, soweit es geht, schickt es per E-Mail, damit möglichst viele Menschen das erreicht und ein paar wunderschöne Stunden im Wunderland erleben können. Und bevor wir euch ein wunderschönes 2023 wünschen, kommt eine Herzensangelegenheit. Denn wir stehen jetzt hier seit vielen, vielen Jahren mit der eigentlich immer gleichen Aktion. Aber mit dem Wissen, sie wird immer wichtiger. Das Gegenteil müsste der Fall sein. Wir sind eine große, gebildete Gesellschaft, die irgendwann mal verstehen müsste, wenn mittlerweile nur noch ganz wenige Familien, so viel wie die Hälfte der Deutschen am unteren Ende, vom Vermögen her besitzen, dass wir was ändern sollten. Und die ganze Welt ist sehr kompliziert geworden und verlangt von uns Menschen sehr starke Veränderungen. Und das wünsche ich mir von uns allen, dass wir 2023 mehr Frieden, Lebensfreude, Nächstenliebe und Lösungen für die Herausforderungen einer sich verändernden Welt finden werden. Toi, toi, toi. Danke fürs Zuhören.